Kraftwerke, Stahlwerke und Schwimmbäder. Alle sind sie Kunden der Firma Stoiler aus dem Westerwald. Und das weltweit. Wir glauben daran, dass Stillstand Rückschritt ist. Ein Feuerfeststein, frisch gepresst aus Ton, Tonerde und Bauxit. Unverzichtbar beim Gießen von Stahl. Feuerfeststeine sind das traditionelle Geschäft des Familienunternehmens aus Hürgrenzhausen. Und er ist der Chef. Michael Stoiler leitet die Stoiler-Gruppe in vierter Generation. Und er versucht den Spagat, ein Unternehmen, das weltweit Geschäfte macht, zu führen wie einen Familienbetrieb. Ja, ich hoffe stark, dass wir das Familiengefühl noch rüberbringen können. Wir verstehen uns ja im Unternehmen auch als eine große Familie und versuchen das auch den Mitarbeitern rüberzuspiegeln. Stoiler ist eine der letzten Firmen in Deutschland, die noch Feuerfeststeine für die Stahlindustrie herstellt. Keramikingenieur Bernd Schlad wacht über die Qualität. Die Steine, die später in Hochöfen und Stahlwerken flüssigem Stahl standhalten sollen, müssen die Fabrik in Hürgrenzhausen makellos verlassen. In Hochöfen halten sie eingemauert bis zu 30 Jahre lang weit über 1000 Grad Hitze und tonnenschwere Gewichte aus. Ein defekter Stein wäre ein Desaster. Und da muss man immer kontrollieren, ob alle Ecken, Kanten vorhanden sind, ob vielleicht irgendwo sich beim Trocknen Risse bilden. Die grobkörnigen Bestandteile der Feuerfeststeine nutzen die Maschinen und insbesondere die Pressformen sehr stark ab. Stoiler konstruiert diese Verschleißteile deshalb selbst. Hier entstehen Pläne für eine neue Pressform. Viele Kunden brauchen immer wieder andere Feuerfeststeine. In der Werkstatt in Hürgrenzhausen werden die Formen gebaut. Die Firma bildet hier in mehreren Berufen aus. Interessante und vielfältige Arbeitsplätze. Sehr wichtig im strukturschwachen Westerwald und eine gute Perspektive für junge Leute. Ja, also es läuft sehr leicht. Die neue Form im Einsatz. Sie presst ein Kanönchen, so heißt dieser Feuerfeststein, der beim Gießen von Stahl gebraucht wird. Konstrukteur und Qualitätswächter müssen jetzt erstmal überprüfen, ob alle Werte eingehalten sind, bevor der noch ungebrannte Stein in die Serienproduktion gehen kann. 108,9. Okay. Spätestens nach dem Brand würden wir dann feststellen, wenn wir dann messen. Die Steine sind alle zu klein, dann müssen wir sie wegwerfen. Oder zu groß, kann natürlich auch passieren. Und deswegen müssen wir lieber vorher, dann weiß man, in dem Schritt ist jetzt schon mal alles im grünen Bereich. Gewicht und Maße allein sind nicht entscheidend. Die Dichte des Steines ist wichtig. Und die wird mit Ultraschallwellen überprüft. Ja, wir messen die Schalllaufzeit deswegen, um festzustellen, ob in dem Stein Luftblasen oder Einschlüsse drin sind, Lufteinschlüsse. Daran kann man halt sehen, weil der Schall durch festes Gefüge schneller geht als durch Luft, ob diese Einschlüsse da vorhanden sind. Noch ein Stempel, damit sich der Teststein nach dem Brennen auch wiederfindet. Das dauert 4 Tage. Und der Ofen in der Firma brennt schon seit 1998 ohne Unterbrechung. Hier ist der richtige Stein. Wir müssen nur die Endkontrolle machen. Ja, stellen wir ab, dann messen wir ihn. Die meisten Steine schrumpfen beim Brennen. Manche dehnen sich aber auch aus. 82,3. Okay. Ist die Form so in Ordnung oder müssen wir etwas ändern? Na, die Schwindungsmaße sind korrekt. Alles innerhalb der Toleranz können wir so lassen. Super. Können wir lassen. Die Produktion der Feuerfeststeine erfordert einen hohen personellen Aufwand. Vor 10 Jahren gab es in der Firma noch gar keine Roboter und heute nur vereinzelt. Der Grad der Automatisierung ist gering.
Automatisation funktioniert ja am besten dann, wenn man viel von einer Sorte macht, immer wieder das Gleiche. Dann funktioniert Automatisierung am besten. Bei uns ist eben hier Formalvielfalt, die Formatvielfalt und die Vielfalt der Produkte ist eine Stärke unseres Hauses und das ist halt nicht so zu automatisieren. Die Stückzahlen der einzelnen Feuerfeststeine sind nicht sehr hoch. Es gibt unzählige verschiedene Sorten und Rezepturen. Jedes Stahlwerk, jeder Hochofen und jede Müllverbrennungsanlage braucht andere Steine. Manche werden sogar handgemacht. Enzo Calamusa ist einer der Handstampfer. Ein knochenharter Job, den der Italiener seit 7 Jahren seiner Frau zuliebe macht. Als gelernter Koch und Pizzabäcker hatte er kaum Freizeit. Ich habe immer Probleme, wenn du dann mal 10, 12 Stunden am Tag nie daheim ist. Und vom Montag bis Sonntag, dann schmälert die Liebe. Das ist normal. 8 Kilo wiegt dieser Hammer. Enzo Calamusa hat ihn jeden Tag stundenlang im Einsatz. Eine unglaubliche körperliche Leistung. Außer man backt eine Pizza, geht einfacher, außer man hat einen Hammer in der Hand. 8 Stunden lang und jetzt schon ein bisschen körperlich. Aber das ist Gewöhnungssache. Tut zwar hier und da mal ein bisschen was weh, aber es geht mit ein bisschen Fitnessstudio mit dabei, geht das. Abends mal einen trinken gehen, geht nicht, sagt er, weil sein Job volle Konzentration erfordert. Ich muss doch bedenken, Gesundheit von meinem Kollegen, falls mir der Hammer mal ausrutscht und der ist gefährlich, nicht nur ich, sondern mein Kollege auch mit dabei. Mehr als 1 Tonne dieser handgemachten Steine kriegt er pro Tag hin. Und jeden einzelnen scheint der starke Mann fast zärtlich zum Brennen zu verabschieden. Seit mehr als 100 Jahren liefert Steuler feuerfeste Steine in die Stahlindustrie. Doch die Entwicklung bleibt nicht stehen. Auch dieses traditionelle Produkt verändert sich ständig. BGH Edelstahl in Siegen. Hier werden die Steulersteine in eine Gespannplatte eingebaut, auf der später Edelstahl gegossen wird. Ein regelmäßiger Kontakt zum Kunden ist wichtig. Deswegen haben wir das mit unseren Arbeitern aus der Firma auch so gemacht. An 3 unterschiedlichen Terminen durften die Stahlwerke besichtigen, um auch mal selber zu sehen, wo unsere Steine eingesetzt werden. Das sind nicht nur einfach Steine herstellen, sondern wirklich wichtige Hochwertprodukte. Es sind Einwegsteine. Sie können beim Gießen nur ein einziges Mal verwendet werden. BGH Edelstahl ist damit Stammkunde, bestellt ständig nach. 50 Tonnen flüssiger Stahl, 1450 Grad heiß. Die Steine sind so konzipiert, dass sie noch etwa 100 Grad mehr überstehen. Aber nicht nur die Temperaturbeständigkeit ist wichtig. Über die Qualität des Stahls entscheidet auch die Güte des Feuerfeststeines. Es soll halt so wenig Steinmaterial wie möglich mit in die Schmelze auch genommen werden, damit die Stahlschmelze und der fertige Stahl nachher keine Einschlüsse von keramischen Produkten hat. Zurück bei Steuler im Labor. Steintest mit flüssigem Aluminium. Es geht darum, die Feuerfeststeine zu verbessern, für Müllverbrennungsanlagen oder Hochöfen länger haltbar zu machen. Keramikingenieur Viktor Schönhoff hat bei der Firma darüber seine Diplomarbeit geschrieben. Ja, mein Ziel war es, in solchen Tests wie hier dem zu untersuchen, wie das Metall mit dem Feuerfestmaterial reagiert. Dazu muss ich dann genau die Grenzschicht zwischen Metall und Stein untersuchen, um dann zu sehen, welche Komponente des Steins beständig ist und welche nicht beständig ist. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Mit leicht veränderten Rezepturen lassen sich die Steine deutlich haltbarer machen. Die Steine sind jetzt 2- bis 4-fach
besser in der Haltbarkeit und somit kann der Kunde den Ofen viel länger fahren als bisher. Trotz seiner bahnbrechenden Entdeckung hatte man den Diplomanden bei Stoiler irgendwie vergessen. Und er hatte längst bei einem Konkurrenten einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dann kam mein jetziger Chef, mein Vorgesetzter, und das war eine Sache von 2 Tagen. Er hat mich dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen und hat gesagt, Sie nehmen wir. Und für mich war das umso besser, weil ich hier aus der Gegend bin. Deswegen habe ich hier auch dann sofort wieder zugesagt. Nochmal Glück gehabt. Denn die Haltbarkeit von feuerfesten und auch säurebeständigen Steinen ist auf dem Weltmarkt ein wichtiges Verkaufsargument. »106 Jahre ist die Firma Stoiler alt und immer war einer aus der Familie der Chef. Natürlich gab es auch mal harte Zeiten, aber in großem Stil Leute entlassen mussten sie nie. Schon in seinen Anfängen war das Unternehmen auf anderen Kontinenten aktiv, revolutionierte auch in den USA die industrielle Herstellung von Düngemitteln. Der Stoiler-Turm, hier ein kleines Modell, machte das möglich. Ja, es handelt sich hier um einen Säureabsorptionsturm. Und das war die Vision meines Urgroßvaters, einen solchen Turm zu bauen. Um das zu ermöglichen, hat er den Wasserglas-Kit erfunden. Ein Kit, der auch heute noch Bedeutung hat im Säureschutzbau. Und er hat dann diese Türme gebaut. Und das spiegelt auch die Philosophie unseres Hauses wider, dass wir Komplettlösungen liefern und nicht nur Produktkomponenten. Stoiler wuchs über ein Jahrhundert lang fast kontinuierlich, produzierte zeitweilig sogar Geschirr, erweiterte seine Produktvielfalt. Übernahm andere Betriebe, wie etwa das Keramikwerk in Mühlacker bei Pforzheim. Uropa? Opa? Onkel? Und Vater? Michael Stoiler hatte lange nicht gedacht, dass er die Familientradition einmal fortsetzt und auch hier hängt. Ja, das ist richtig. Es gab bei uns im Hause keine Kronprinzregelung und es war nie beabsichtigt, dass jemand unbedingt in die Firma gehen soll. Mein Vater hat mir und meinen Brüdern immer gesagt, Jungs, lernt was Anständiges, damit ihr nicht ins Unternehmen müsst. Das haben wir auch alle drei beherzigt, aber dann gab es irgendwann eine Zeit, wo es eine Möglichkeit gab und dann bin ich doch ins Unternehmen eingetreten und ich habe es bis heute nicht bereut. Der Westerwälder Betrieb ist im industriellen Korrosionsschutz über die Jahre zu einem weltweit führenden Unternehmen geworden. Vor allem, wenn die Wettbewerber einen mal so nennen, dann finden wir das ganz toll. Aber ich glaube, mit diesen Superlativen muss man vorsichtig sein. Fängt ja dann schon bei der Definition des Marktes an. In welchem Markt ist man tätig? In welchem Markt ist man Weltmarktführer? Aber es macht uns natürlich stolz, wenn unsere Wettbewerber uns gelegentlich bei Kunden schon mal so nennen. Diese Kunststofftanks aus speziellen Harzen und Faserfeststoffen für die Chemieindustrie baut nur Stoiler. Eine Technik, die mit dem Kauf des Keramchemiewerkes im benachbarten Siershahn übernommen wurde. Stoiler wurde damit international noch konkurrenzfähiger. Der Iraner Mahmoud Salehi ist für das Auslandsgeschäft und die 25 weltweit verstreuten Niederlassungen zuständig. Erst bei Keramchemie, dann bei Stoiler in verantwortlicher Position, war er bei der Übernahme 2009 in einer ganz besonderen Situation. Ich habe sicherlich auch meinen Part dabei gespielt. Und denn das Leben 10 Jahre in einem Unternehmen, 10 Jahre in einem anderen Unternehmen, hat sicherlich es leichter gemacht für mich, bestimmte Prozesse auch mal einzuschätzen. Die Firma Keramchemie war auf Feldern aktiv oder in Ländern aktiv, in denen wir keine Niederlassungen hatten und umgekehrt. So hat sich das Ganze eigentlich sehr schön ergänzt. Einer der Gründe, warum wir auch schon 1999 mal versucht haben, das Unternehmen zu übernehmen, aber damals nur 2. Sieger wurden. Mahmoud Salehi kam mit 17 Jahren nach Deutschland, studierte Physik, war lange Projektingenieur. Jetzt fädelt er ausländische Großprojekte mit ein und profitiert bei Gesprächen im Nahen Osten von seinem orientalischen Verhandlungsgeschick.
dass man immer bemüht ist, dass derjenige, der auf der anderen Seite von dem Tisch steht, auch nicht sein Gesicht verliert, dass da immer auch ein angemessener Ton ist. Also das, was man so ein bisschen auch aus Orient kennt, dass erstmal 2000 Tee getrunken werden, bevor man zum Geschäftlichen geht. Wenn der Auslandschef seine Mitarbeiter versammelt, sitzen Portugiesen, Türken, Italiener, Engländer und Russen am Tisch. Wichtig ist, die Gepflogenheiten anderer Nationen zu kennen. So wie beim Bau einer Rauchgasentschwefelungsanlage in Jordanien, an dem noch Inder und Belgier beteiligt sind. Weil etwas, was für einen Jordanier selbstverständlich ist, ist für den indischen Geschäftspartner überhaupt nicht selbstverständlich. Und das, was für die Jordanier und Inder selbstverständlich ist, ist für den Belgier nicht selbstverständlich. Und wir kommen nur dann zu einem geschäftlichen Abschluss, wenn alle, die an einem Geschäft auch beteiligt sind, das Gefühl haben, dass ihre Ansprüche erfüllt sind. Für unterschiedliche Industriezweige produziert Steuler Oberflächenschutzsysteme. Zum Beispiel Gummierungen, die Metalltanks vor aggressiven Chemikalien schützen sollen. Mehr als 70 verschiedene Gummiarten hat die Firma entwickelt. Sie kommen weltweit in sehr vielen Industriebereichen zum Einsatz. Für jede Gummimischung ein anderes Rezept. Aber die Hauptbestandteile sind fast immer die gleichen. Ja, der Hauptbestandteil ist schon mal Kautschuk. Dann haben wir Ruß drin, wir haben Schwefel drin, Vulkanisationsmittel, Öl ist drin. Das sind die Hauptbestandteile von der Gummimischung. Es dauert nur Sekunden, bis sich die Zutaten zu einem sehr plastischen Rohgummi verbinden. Es ist ein rein mechanischer Vorgang, der eine chemische Reaktion auslöst. Wir haben Temperaturen zwischen 80 und 150 Grad. Und die Temperatur entsteht durch Reibung und durch Druck. Das Gummi soll aggressive Chemikalien sichern, Beton oder sogar Stahl schützen, Druck und Reibung aushalten, hohe Temperaturen überstehen und das dauerhaft. Bei sehr vielen Produktionsvorgängen sind die Hightech-Gummifolien unverzichtbar. Wir setzen sie aber auch bei Kernkraftwerken ein. Wir setzen diese Gummierung in die Chemie, Petrochemie, Nahrungsmittelindustrie und vielen anderen Industriezweigen ein. Geschützt durch Leinengewebe, damit sie nicht verkleben, wandern die Gummibahnen dann in den Autoklaven. Denn erst nach dem Vulkanisieren ist das Gummi einsatzbereit. Bei Temperaturen bis zu 125 Grad erhält es seine gewünschten Eigenschaften. Das Gummi wird also jetzt aus dem plastischen Zustand in den elastischen gebracht. Ich sage immer, es ist wie ein Gummi in der Hose. Den ziehen sie und der geht in Ursprungslage zurück. Das Gleiche machen wir mit dem Gummi auch. Auch beim Gummi zeigt sich die Philosophie der Firma. Fast ein Viertel der 2600 Steuler-Mitarbeiter ist permanent weltweit unterwegs und verarbeitet die selbst hergestellten Produkte in den Anlagen der Kunden. So wie die Schutzschicht in diesem Gefahrenguttransporter. Wir bieten das Komplettpaket vom Engineering bis zur Installation an. Das hilft dem Kunden dann, seine Schnittstellen zu reduzieren. Gewährleistungsprobleme werden einfacher dafür. Ist für uns eine Kernkompetenz und eine Möglichkeit, uns vom Wettbewerb abzusetzen. Als vor rund 50 Jahren immer mehr Kunststoffe entwickelt wurden, erschloss sich Steuler neue Geschäftsfelder. Im Großanlagenbau und im Umweltschutz. Steuler-Techniker entwickelten neue Möglichkeiten, wie sich Kunststoffe mit Beton verbinden lassen. Das Kraftwerk Neurath, eines der größten und nach Aussage seines Betreibers RWE das modernste Braunkohlekraftwerk der Welt. Steuler hat hier die größten Rauchgasentschwefelungsanlagen installiert, die jemals gebaut wurden. Die Dimensionen stellen schon große Herausforderungen dar, das ist absolut richtig. Aber vieles in diesem Objekt ist das Größte, was wir gemacht haben. Und wir haben auch Neuland betreten, aber wir haben es gemeistert, alle zusammen. Das ist schon ein großes Kino. Zwei 50 Meter hohe Türme, Rohre mit 10 Metern Durchmesser, die pro Stunde kaum fassbare 50.000 Kubikmeter Rauchgas reinigen können. Steuler hatte zum Bau der Rauchgaswäscher 1,5 Jahre lang bis zu 70 Leute im Einsatz.
Ein Rauchgaswäscher können Sie sich vorstellen wie eine riesengroße Dusche. Ja, im Falle unseres größten Projektes eine Duschkabine mit 450 Quadratmeter Grundfläche und einer Höhe von 50 Metern. Wir haben in verschiedenen Ebenen über 1000 von diesen Düsen und damit wird Kaltmilch versprüht und das Rauchgas geduscht. Fast alle Einzelteile wurden in der Kunststoffabteilung der Steulerwerke gebaut. Das Hörgrenzhausener Unternehmen hatte rechtzeitig erkannt, welches geschäftliche Potenzial der Umweltschutz im Bereich von Großanlagen bietet. Heute baut die Firma viele komplette Reinigungssysteme, nicht nur für Abgase, sondern auch für Abwässer und Chemikalien. Auch hier im Kunststoffbereich setzt sich die schon mehr als 100 Jahre alte Geschäftsphilosophie fort. Steuler plant, produziert und installiert seine Produkte. Diese ganzen Bauteile, die Sie hier machen, wo findet man die denn überall? Die finden Sie in Kraftwagen, die finden Sie in Zementwagen, bei der Abluft von Drehrohröfen. Sie finden das in Müllverbrennungsanlagen, aber auch in Raffinerien zum Beispiel, überall da, wo Dampf produziert werden muss und etwas verbrannt wird. Auch beim Bau dieser Großanlagen ist noch vieles pures Handwerk. Automatisierung ist kaum möglich. Vorarbeiter René Kunze muss die Arbeit immer wieder neu organisieren, seine Kollegen auf neue Anforderungen einstellen. Denn ein identisches Teil wird hier nur ganz selten gemacht. Häufig sind es sogar Einzelstücke. Wir haben keine Serienfertigung, wie man das von der Mobilindustrie kennt, ja, von der Automobilindustrie, sowas kennen wir hier nicht. Wir fertigen Einzelteile für den Kunden, auf Wunsch des Kunden und nach Vorgaben des Kunden. Ne? So wie im Braunkohlekraftwerk Neurath, dem größten Auftrag, den die Steuler-Gruppe jemals hatte. Ein Prestigeobjekt. Ja, das zeigt sich natürlich sehr gut, ja, wenn Sie also mit Detailkenntnissen von so einem Projekt mit ein paar Aufnahmen kommen, wenn Sie darüber reden können mit Kunden, das beeindruckt. Die Steuerungszentrale des Kraftwerks. Zwischen dem Betreiber RWE und dem Projektleiter besteht ein dauerhafter Kontakt, denn die Rauchgasentschwefelungsanlage darf nicht ausfallen. Ja, richtig. Man hat erstmal gesagt, es wurde so geplant. Deshalb ist der Lieferant in ständiger Bereitschaft. Muss im Notfall reagieren können und Ersatzteile liefern. Sonst droht ein Millionenschaden. Wir müssen auch schnell reagieren, weil die Komponenten hier im Kraftwerk, die hängen natürlich sehr eng zusammen. Und wenn ein Teil ausfällt, da ist sofort der Block betroffen und muss unter Umständen vom Netz genommen werden. Und das ist der Albtraum. Steulers Problem, in Deutschland oder sogar Europa werden Kraftwerke dieser Dimension wohl nicht mehr gebaut. Fliesen herstellen, auch das macht Steuler und zwar in großem Stil. Und wer es schafft, hochaggressive Chemikalien zu sichern, der kriegt auch Schwimmbäder dicht. Die Fliesenherstellung, auch die hat schon fast 100 Jahre Tradition. 1917 kaufte Steuler das Keramikwerk in Mühlacker bei Pforzheim. Mit drei weiteren Fabriken decken die Westerwälder ein Fünftel des deutschen Marktes ab. International sind die Fliesen weniger gefragt. Wir werden natürlich auch da unsere Exportbemühungen weiter voranschreiten, aber wir haben ganz klar Werke in Deutschland gebaut, um den Markt in Deutschland zu bedienen. Also Internationalisierung, Globalisierung ist wichtig, aber nicht in jeder Branche allheilbringend. Das Fliesenwerk in Mühlacker, fast vollkommen automatisiert. Rund 20 Millionen Quadratmeter Fliesen produziert Steuler jedes Jahr, ist damit nach eigenen Angaben größter Hersteller in Deutschland. Vertrieben werden sie unter eigenem Namen im Fachhandel, aber auch als Hausmarke von Baumärkten. Die Trends bei Fliesen wechseln schnell, deshalb müssen sich die Manager in Hörgrenzhausen nicht nur mit Stahlwerken und Kraftwerken, sondern auch mit Mode beschäftigen. In der Tat, unsere Designer gehen regelmäßig auf Modemessen, auf Textilmessen, Teppichmessen und sonstiges, um zu sehen, was sind die Trends der Zukunft. Und das versuchen wir dann auf Fliesen zu bringen. Ein Jahrhundert lang Erfahrung mit Fliesen hilft auch hier, im Schwimmbadbau. Neuester Auftrag, die Schwimmbecken für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bauen. In der Treppensituation, das alles sauber lösen
speziell diesen Bereich hier. Staatspräsidenten, Prominente, Hotels, Thermalbäder und viele Kommunen sind weitere Kunden. Ein Geschäftszweig, der wächst, der aber durch einen Zufall aus dem Säureschutzbau entstanden ist. Ein Kunde von uns, vor 40 Jahren aus der Großchemie, brauchte Hilfe in seinem privaten Schwimmbad und hat gesagt, einfach macht mein eigenes Schwimmbad dicht. Und so sind wir dazu gekommen. Daraus ist der ganze Zweig entstanden, der dann jetzt gipfelte in den Tokio 2020 Projekt. Und wieder zeigt sich die Firmenphilosophie. Mitentwickeln und planen und dann selbst ausführen. Steuler hat schon ausländische Monteure ausgebildet, die das firmeneigene Abdichtungssystem installieren. Es sind 7 Schichten aus Fliesen, Gummi, Kunststoffen und Klebern. Schwimmbadmesse in Stuttgart. Eine japanische Delegation ist zu Gast. Unter ihnen auch jener Star-Architekt, der die Olympiabecken geplant hat. Japan ist der wichtigste Auslandsmarkt. Steuler hat bisher immer gehalten, was vorher versprochen wurde. Auch hat uns die deutsche Qualität überzeugt. Und daraus ist über die Jahre ein großes Vertrauen entstanden. Doch die Japaner sind ein Einzelfall. Auf den Märkten der großen Schwimmernationen USA oder Australien kann sich Steuler kaum platzieren. In vielen anderen Ländern haben wir einfach diese technischen Anforderungen nicht. Da wird einfach das Schwimmbad als Low-Budget-Produkt, als Low-Budget-Facility angesehen, wo wir mit unserem Hightech-System Steuler Q7 nicht zum Tragen kommen. Erst vor kurzem wurde das neue Kurbad in Stuttgart-Bad Cannstatt fertiggestellt. Die japanischen Gäste wollen hier noch schnell ein Auge drauf werfen, denn sie haben noch weitere Aufträge erteilt. Die Leute holen sich Ideen hier, wollen mit uns zusammenarbeiten, wollen die Sachen, die wir hier praktiziert haben, erfolgreich umgesetzt haben, natürlich mit auch im Ausland umsetzen. Obwohl die Märkte für die Produkte aus dem Westerwald immer internationaler werden, Michael Steuler investiert auch daheim. In Mogendorf entsteht gerade eine neue Fabrik für die Kunststoffproduktion, auch weil er sich der Familientradition verpflichtet fühlt. Ja, wir sind schon Westerwälder und somit Heimat verbunden. Wir schauen auch auf die Arbeitsplätze, die Leute im Ausland dann alle neu anzulernen oder neue Leute einzustellen, wäre sicherlich schwierig gewesen. Wir sind regionenverbunden, wir liegen hier günstig, mitten in Deutschland. Also wir glauben, dass eine Investition hier in Deutschland nach wie vor lohnend sein kann. In der neuen Fabrik sollen Kunststoffe hauptsächlich für den deutschen und europäischen Markt produziert werden. Michael Steuler hat aus der Firma längst ein multinationales Unternehmen gemacht. Und das soll so weitergehen. Also wenn wir wachsen wollen, müssen wir auf die Märkte gehen, die wachsen. Und diese Märkte sind auch nicht mehr in Europa. Diese Märkte sind nun mal in Südamerika, diese Märkte sind in Asien, diese Märkte sind in Afrika, diese Märkte sind woanders. Da ist er wieder, der Spagat zwischen Familienbetrieb und Global Player. Michael Steuler hat es bisher immer wieder geschafft, die familiäre Stimmung in seinem Betrieb zu erhalten. Das kommt auch bei den Mitarbeitern an. Die spüren, dass hier im Westerwald Arbeitsplätze manchmal mehr zählen als Aktienkurse. Wir werden nicht geführt wie eine AG, selbst wenn wir so aufgestellt sind. Ja. Also wir zählen keine Quartalszahlen oder sowas. Ja. Hier zählt wirklich die langfristige Entwicklung in der Firma und auch durch Zeiten, die wirklich nicht so gut sind, wo dann, sage ich mal, ein börsenorientiertes Unternehmen vielleicht schon mal gesagt hätte, wir trennen uns von diesem oder jedem Produkt, ist hier nicht. Hier wird wirklich langfristig gedacht. Trotzdem, mit 25 Niederlassungen weltweit ist es nicht mehr möglich, dass der Chef